Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu diesem kleinen Vlog. Ich habe hier die kleine Maus schon auf dem Arm und wir sind im Babyzimmer, denn ich wollte heute mit euch die Babysachen aussortieren. Und zwar, habe ich ja immer so Kisten hier. Einige wissen das. Hier oben zum Beispiel auf dem Schrank, da seht ihr das. Und da ist immer so eine bestimmte Größe drin, also 62, 68, 74, 80 und sowas. Und wir gehen jetzt langsam an die Kiste 62, 68. Sie trägt zwar hier noch komplett 56 und es passt auch noch, aber ich wollte schon mal durchschauen und schon ein bisschen was in den Schrank räumen. Genau, und einmal durchschauen, was brauchen wir noch. So, hier stehen einmal zwei Kisten, aber ich glaube, ich brauche nur die obere. Und hier ist noch mein Ocean Support Haul. Genau, also diese Kiste da brauche ich und die werden wir jetzt mal durchsortieren. Und hier hinten habe ich auch noch so einen riesengroßen Haufen, der geht bis komplett runter. Und da sind alle Sachen drin, die ich so die letzten Wochen gekauft habe. Da unten ist ein Sack und den Rest habe ich einfach nur oben rauf geworfen immer. Genau, da wollte ich auch mal durchschauen, welche Größe da was ist und sowas. Also viel davon ist auf jeden Fall 62, 68. Deswegen schauen wir das auch mal durch. So, ich habe die Kleine jetzt hier mal auf ihre Krabbeldecke gelegt und werde sie jetzt einmal wickeln. Und dann geht's los, ne? Jetzt schauen wir mal, was wir für dich noch so an Anziehsachen haben, mein Schatz. Hello, Bibi. I love you. Genau, so, los geht's. So, ich habe jetzt hier mal die untere Kiste und ich sehe gerade, hier ist richtig viel 62, 68. Seht ihr das? Genau, deswegen werden wir die auch einmal durchgucken. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall größer. Und ich weiß gar nicht, warum ich das so einsortiert habe, aber ich glaube, die Seite ist so 74, 80. Genau, die hier, die Jacke hier ist auch 62, sehe ich gerade. Also können wir jetzt auf jeden Fall auch rausräumen, bevor die zu klein ist. Genau, das ist schon mal auf jeden Fall ein Teil, was wir auf jeden Fall rausräumen können. Strumpfhosen, auch 62, 68, richtig gut, weil die 50, 56 werden tatsächlich langsam zu klein. Genau, dann haben wir hier eine Latzhose. Oh, ich liebe die. Die sollte eigentlich auch 62 sein, wenn ich mich nicht täusche. Na komm schon. 68, genau. Ja, also kommt die auch schon mal raus. Krass, ey. Aber schaut mal. Viel fehlt da nicht mehr, ne? Krass, wie sie einfach gerade lacht. Ist das hübsch? Hält sie schon richtig fest hier. Du bist ja eine Süße. Du bist ja eine Süße. Genau, also können wir auch alles schon mal in den Schrank räumen. Der hier ist 74, der ist auch echt riesig. Also der wird nicht passen, das weiß ich. Der hier, oh, ich glaube, die ist auch 62. 68, schaut mal. Also 68, oh, ich weiß nicht, ob ich die Sachen erst nochmal einpacke. Weil das sieht echt noch sehr, sehr groß aus. Ja, das war auch, glaube ich, 62, 68, das Set hier. Die Hose wird auf jeden Fall wahrscheinlich schon passen. Weil sie hat super lange Beine. Und der Pullover, na, das ist schon ein bisschen groß noch, denke ich. Und hier ist auch noch das Kleid, wie gesagt, das war ja auch 68. Hier ist 74. Das ist 80. 74. Wie gesagt, hier einmal 80. Auch 80. Schuhe. Lias ersten Schuhe, die passen natürlich auch noch nicht. Und die Jacke ist auch auf jeden Fall schon 80. So, und das hier ist auch noch ein Stapel. Da weiß ich auch, dass da einiges 68 ist. Das ist 74. Das ist eines der Teile, die ich neu gekauft habe. Der wird auf jeden Fall auch noch nicht passen. Ich glaube, das ist auch 74, dieses Set hier. Ich weiß es gar nicht. Steht da irgendwo ein Schild drin hier? An der Seite mal fühlen. Nee. Ein Größenschild. Aber sieht auf jeden Fall auch noch riesig aus. Also entweder 80, entweder 68 oder eben 74. Genau, das ist auch 74. Und die hier ist auch 74, das weiß ich. Und die hier auch. Gut, guck mal, dann ist es ja gar nicht so viel, was jetzt hier in der Kiste war. Können wir das einfach wieder alles einpacken. Und dann da wahrscheinlich gleich noch von dem Stapel ordentlich was reintun, weil das auch auf jeden Fall noch 74 bei. So. Hier muss ich jetzt mal schauen. Nee, das ist alles größer, das ist nämlich alles noch von Lia. Das kenne ich alles noch. Außer hier können wir noch mal schauen. Der ist, glaube ich, auch 62. Das hier war doch auch 68, oder nicht? Nee, boah.
86. Das ist auch alles von Lia auf jeden Fall noch größer. Genau, das ist auf jeden Fall auch alles größer. Okay, gut. Die Hose auch noch nicht. Die Mütze sieht auch noch sehr, sehr groß aus. Aber die würde ich mal anprobieren, weil das täuscht bei Mützen immer ganz, ganz ungemein. So, weiter geht's hier mit dieser Kiste. Hier sind auf jeden Fall ein paar neue Sachen drin, die ich da reingeworfen habe. Das ist jetzt auf jeden Fall auch die nächsten Tage passt. Dieses Set hier zum Beispiel ist auch richtig süß. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Richtig schön mit dem Stoff. Ich tue jetzt mal alle Sachen übrigens da oben hin. Genau, der hier ist auch gerade ganz neu. Richtig süß. Kann ich auch mal in der Infobox verlinken. Genau, hier der Anzug ist auf jeden Fall noch zu groß. Da tragen wir gerade noch einen Walk-Anzug in 50, 56. Deswegen tue ich den mal gleich hier rein. Genau, dann haben wir hier auch noch ein paar Strumpfhosen. Das ist schon mal gut. Tada! Zweite Kiste ist fast leer, außer zwei Bodies. Und ich habe sie schon so mal in so einer Kiste zusammengesucht. Und da werde ich jetzt schon alle Bodies in 62 einsortieren. Die habe ich nämlich alle hier. Und da sind richtig schöne dabei, ne, Leute. Schaut mal hier. So süß. Schaut mal, ich stehe total auf so florale Muster und sowas. Also richtig süße Bodies. Genau, die werde ich jetzt hier schon mal einsortieren. Da sind die in 68. Das sind gar nicht viele, wie ihr seht, ne? 7 Stück. Genau. Die meisten sind davon noch von Lia. Nur die beiden hier sind neu. Genau, aber die werde ich jetzt schon mal einsortieren. Und dann werde ich die in den Schrank, beziehungsweise in die Wickelkommode tun. Und die anderen in 56 lasse ich aber auch noch drin. Aber dann habe ich das schon mal einsortiert. Weil wie gesagt, sie trägt manchmal noch, also sie trägt noch 56. Passt auch noch gut. Aber wenn die Stoffwindeln mal ein bisschen dicker wären, dann kann man gern schon mal zu 62 greifen. Und ich finde, 62 ist auch nicht so der große Unterschied zu 56. Da kann man nämlich fast immer, also das ist fast gar kein Unterschied da dran. So, das sind gar nicht, also echt gar nicht viele, jetzt eine Reihe. Also wer ist schon so lange dabei bei mir hier, dass er diesen Body hier noch kennt? Den hatte Lia so oft an und ich liebe den einfach. So süß. Und diesen hier auch, den hatte Lia auch so oft an. Genau, dann habe ich diesen hier noch neu gekauft für June. Dieser hier, oh, den hatte Lia auch total oft an. Aber ich glaube, davon trenne ich mich mal. Genau, und dann sind hier noch zwei neue, die muss ich noch waschen. Da ist nämlich das Schild dran von H&M. Und hier habe ich noch einen von Steif. Ja. Oh, jetzt kippe ich hier fast um. Oh mein Gott, Leute. Dieser ganze Haufen und hier dieser ganze Beutel. Meine ist hier hinten in der Ecke. Das habe ich jetzt mal rausgepflückt da. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was da drin ist. Hier kann ich mich noch an ein paar Sachen erinnern, aber ja, wir schauen jetzt einfach mal, was davon überhaupt noch so meinem Geschmack betrifft. 74, das ist so süß, oder? Genau, und dann will ich das mal sortieren hier in die 74-80 Kiste und sowas, weil wie gesagt, da ist auch viel in groß drin. Das hier habe ich zum Beispiel erst vor kurzem gekauft. Auch 74. So, ich muss jetzt hier mal durchschauen. Ich habe gar keinen, wie gesagt, gar keinen Plan mehr. Das hier ist 74. Das kommt dann schon mal hier rüber. Das hier ist auch 74. Habe ich euch ja gerade gezeigt. Na. So, hier gehört noch ein Body zu, das weiß ich. Den müssen wir dann gleich mal suchen. Hier ist auch noch ein Set. 68. Schaut mal. Dann müssen wir das einmal waschen. Das finde ich auch super süß. Hier mit dem Vogel und hier einmal so. Auch einmal waschen und dann kann das hier auch rein. Dieses Set hier ist auch 68. Also das hier. Einmal so ein Strambler mit Body zusammen. Von C&A. Das müssen wir aufhängen. Und einmal hier diesen. Diesen Strampler hat sie jetzt auch einmal in 56. Der ist auch von C&A mit dem Otter. Und hier so einen grauen Body. Das müssen wir aufhängen. So, dieses Set hier, weiß ich gar nicht, ist aber glaube ich 74. Oh ja, das ist auch noch riesig. Kommt hier in die 74er Kiste. Hier habe ich noch ein Oberteil. Das steht 80 drin. Das ist niemals 80.
2 Schlafanzüge. 68, perfekt. Müssen wir auch aufhängen. Die sind von H&M. Bibi. Bibi, Schatz. Ist doch gut. So. Ist wieder trocken. Guck mal, ist trocken. Ist sie trocken, die Büchse? Willst du die neue Büchse haben oder bald ist los? Bald ist los? Die Spielzeug kann. Komm mal her. Guck mal hier. So, nebenbei meine kleine Maus bestellt. Hier habe ich noch so ein süßes Jeanskleid. Ist auch 74. Gar nicht so einfach jetzt hier. So, genau, also einmal 74. Hier noch einen kleinen Body. Was ist das? Ach, 62, ne? Kleinen Body. Das hier müsste dann auch 62 sein. Hier haben wir noch eine Leggings. Das ist 86. Okay. Strumpfhosen in groß, Strumpfhosen in klein. Noch ein Kleidchen, das sollte auch 74 sein, wenn ich mich recht erinnere. 68, okay. Dann 68. Das hier ist auch so ein Anzug. Passt jetzt auch schon. Sommermütze für nächstes Jahr. Ein Set, das ist auch 74, das weiß ich. Der ist auch noch zu groß. Ein Bettlaken. 80, 80. 68, auch richtig süß hier, ein Kleidchen. Jetzt kommt Winter und ich habe so viele Kleidchen hier. Ey. Auch 68, hier mit so einem süßen Fuchs und einer passenden Leggings. Auch sehr süß. Ist auch noch so ein Set, das sollte auch 68 sein, genau. Für Noppies. Passenden Pullover dazu. Piu! Piu! Hier habe ich auch noch eine Hose. 62. Mützchen. Mützchen. Strumpfhose. Noch ein Set, das ist auch in 68 mit Body. Ein Wampan in 68, ein Schlafi in 68, ein Body in 62. Oh, ich bin der Bär, hallo, ich bin der Bär. Hier steppt der Bär, wuhu, hier steppt der Bär. Hier habe ich noch ganz viel steif. So, ich glaube, wir müssen Pause machen. Kleine Babymaus möchte auf den Arm. Hier ist noch der andere Body zu dem Rosenbody. Ne? Ja, mein Schatz, wir machen Pause. Wir wollen noch ganz, ganz viele schöne Sachen hier, ne? Die wir alle dann nachher noch sortieren.